Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und einige von euch dürften das mitbekommen haben, Halo wurde released, der neueste Teil, Infinite. Und ich habe ja in den vergangenen Jahren bereits schon Halo-Spiele gespielt, und zwar auf Legendär. Und deswegen, wenn wir heute ein neues Spiel starten, wenn mein Controller funktionieren würde. Jetzt. So, und wir spielen natürlich nicht auf normal. Legendär, ist ja logisch. Gibt es schon Schädel? Schade. Okay. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein und ich gucke, was mich erwartet. Kontext? Anstieg in Leitung 4, 17, 33. Druckanstieg in Leitung 4, 17, 33. Druckanstieg in Leitung 4, 17. Protokoll akzeptiert. Okay, Daddy hört zu, sagst du Hi? Und zeig Daddy, wie groß du bist. So groß. Gut, und jetzt sing. Ist hier eine Nagruba. Schön gesungen. Und jetzt, du fehlst mir. Fehlst mir. Und hab dich lieb. Ich lieb Daddy. Und, ja gut, sagst du... Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald. Okay, und jetzt... Bye. Wer soll das sein? Es wird merkwürdig anfangen. Hier spricht UNSC Pelican Echo 216. Hören Sie mich! Hier spricht UNSC...
Anscheinend sind die Energiezellen durch. Panzerung stillgelegt. Überlebensmodus aktiv. Ich versuche, ihn zu umgehen. Okay. Falls Sie mich da drin hören. Ich hoffe, Sie sind bereit. Bitte nicht sterben. Bitte. Nicht. Sterben. Jetzt ergibt das alles wenigstens Sinn. Ja! 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 Es geht nach Hause! Willkommen zurück, Chief. Ich habe den Rest Energie in Ihren Anzug geleitet. Ich sehe einen Fehler auf der Kalibrierungsmatrix, zumindest halte ich das für eine Kalibrierungsmatrix. Okay, dem Licht folgen. Hochsehen. Ach, der Klassiker. Und jetzt runter. Sieht gut aus. Jetzt mal rechts. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in Ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ganz ruhig. Sie waren eine ganze Weile da draußen. Irgendwo hier drin war doch was für eine Diagnose Ihrer Panzerung. Wie KI nicht gefunden? Hä? Cortana kann doch nicht einfach aus dem Chip rausgehen, hä? Hey, ganz ruhig, Großer. Sie sind... Lagebericht. Lagebericht? Was? Sie sollten das hier sehen, Chief. Also anhand seines Bartes war der Chief anscheinend sehr, sehr, sehr lange in seiner Stasis. Es ist aus. Wir haben verloren. Für uns gibt es hier nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Nein. Nicht sie. Nicht schon wieder. Wir müssen fliehen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Mehr habe ich nicht. Das genügt. Moment mal. Was haben Sie jetzt vor? Den Schwierigkeitsgrad testen. Tür schließen. Mein zwar besser. Dann schauen wir mal. Was? Mission? Was? Die Hauptbatterien sind ausgefallen. Wir sitzen hier fest. Batterien sind Ihr Job. Ich verschaffe uns Zeit. Ist schon echt cool gemacht, ne? Ich fand ja den Anfang von Halo 5 schon cool, aber das? Not bad. Nur das mit dem Greifhaken ist so, ich weiß auch nicht. Was jetzt?
Durch Scannen werden deine aktuellen Ziele und die zugehörigen Wegpunkte sowie Waffen, interaktive Objekte und Sammelgegenstände in der Nähe angezeigt. Geh in die UI-Einstellungen im Spielmenü, um Tipps zu deaktivieren. Ach, wo soll ich? Schauen wir mal. Was jetzt? Solange der Stasestrahl aktiv ist, hängen wir fest. Stasestrahl, Waffen, alles. Aber wie kommen Sie zurück? Mir fällt schon was ein. Ich muss mal kurz gucken, wie man scannt. Controller. Nahkampf springen, drücken, rutschen, hast du nicht gesehen, Ausrüstung wechseln, Spielmenü, Ausrüstung, KI scannen, nach unten drücken. Okay, alles klar. Feindliche Schiffe Stasestrahl gefangen. Erste Scans ergebnislos. Truppen senden in Hangar 1. Jo, schick mal her. Ich will mal gucken, was hier abgeht. Was ist das? Eliminiert alle Überlebenden. Oh, guck mal. Direkte BR zu Anfang nehme ich. Chief, was auch immer Sie vorhaben, bitte schnell. Ja, ja, chill mal. Ich genieße es. Lasst mich genießen. Hier liegt ja alles rum. Guckt's euch an. Es ist ein Schlaraffenland. Oh, früher musste ich nur mit der Pistole überleben am Anfang. Und jetzt das. Okay, lass uns erkunden. Lass uns mal, das sind ja nur die Objekte, die ich nutzen kann, die blauen, ne? Nutzungsobjekte sozusagen. Oh, noch ein bisschen Pistolenmunition nachladen muss ich nicht. Ach, guck mal. Ist das ein Grunt? Hallo, mein Kleiner. Ist das eine Waffe, die du mir schenken willst? Die brauche ich aber nicht. Ich mach die trotzdem kaputt. Also, da hinten ist ja mein Ziel, ne? Lass mich noch mal kurz was gucken. Mission neu starten. Ja, ich. Oh, was? Oh, was ist das? Da! Was ist das da links? Meine Maus könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, oder? Moment, ich regel das. So. Herzlich willkommen, Mauszeiger. Du bist jetzt auch dabei. Nein! Oh, wo ist es hin? Upgrades? Upgrades? Was zum... Ist das jetzt ein RPG hier, oder? Was ist hier los? Ja, anscheinend. Vorposten, Ziele, Datenbank, UNSC Audio Logs. Wie viele sind das jetzt? Bisher 16 Systeme heruntergefahren. Scheinbar zufällige Standorte. Ich versuche Sie und die anderen aus den Haupt... Sie werden sie nicht aufhalten können. Sie wissen mehr darüber, wie all das hier funktioniert, als... Nun, alle. Dr. Halsey. John. Wie lautet der Plan? Der Plan? Im Moment kämpfen wir ums Überleben. Wieder einmal. Cortanas Botschaft hat sich verbreitet. Die meisten empfindungsfähigen KIs schließen sich ihr an. Gegen uns? Ja, aber vielleicht nicht gegen dich. Sag mir, John, was hat sie dir zuletzt gesagt? Sie sagte, leb wohl. Ich erinnere mich, natürlich. Am Ende von Halo 5. Sie hat uns verlassen. Stimmt, sie ist verrückt geworden. Oh! Wie konnte ich das vergessen? Ich habe zwei Wörter für dich. Grunt-Gewerkschaft. Hä? Was? Wo kommt das denn jetzt her? Okay, ich verstehe. Es ist viel passiert zwischen Halo 5 und jetzt. Und wir können jetzt anhand dieser UNSC Audio Logs herausfinden, was passiert ist. Das heißt, wir haben uns wieder mit Halsey getroffen, die eigentlich schon in Reach ziemlich alt war. Die müsste ja jetzt eine übelste Oma sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Blutsväter-Archive. Oh mein Gott, mehr von dem Blut. Oh Leute, ich werde dieses Spiel genießen. Was? So, wir haben hier, ich kann es euch nicht zeigen. Okay, guckt mal jetzt von der Maus weiter nach links. Da seht ihr jetzt diese drei Symbole. Das Quadrat, der Schädel und das Rechteck. So, wir haben eins von diesen Rechtecks gefunden und ich glaube, es ist eine Datenbank. Ja, dann
haben wir noch einen verbrannten Audiolog zu finden und einen Schädel. Und alles auf dieser Map. Okay, alles klar. Dann suchen wir mal fleißig. Der führt vielleicht den Weg zur Brücke. Ja, warte, ich muss erstmal ein paar Grunts erledigen hier. Der kommt nicht hin, sehr schön. Finde ich in Ordnung. So. Die Frage ist, wenn ich ein Schädel wäre, wo würde ich mich verstecken? Oh, stimmt, Greifhaken. Danke für den Tipp. Fast vergessen. Ich habe schon ein bisschen Multiplayer gespielt, das heißt, ein bisschen bin ich schon drin. Achso, andere Schultertaste. Hui. So. Ich werde, glaube ich, jetzt nicht großartig suchen. Vielleicht die Logs, weil die halt für das Spiel wichtig sind. Die würde ich sehr gerne finden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den einen gefunden habe. Vielleicht kommt er von alleine zu mir. Ich weiß es echt nicht. Aber die Loks würde ich schon gerne finden. Der Schädel ist ja zweitrangig, würde ich sagen. Also wenn ich ein Lok wäre, dann würde ich mich natürlich in diesen Schiffen verstecken. Logischerweise. In UNSC-Material. Was war das? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie diese, ja, Loks aussehen. Also wie sie, sind sie gespeichert irgendwo und ich lade sie dann runter oder, man weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter und wir gucken am besten da drin. Ich denke, das ist ein Plan. Ich würde mir ja wünschen, wenn mir der hier auch die Loks anzeigt. Aber man weiß es nicht. Wir gehen erstmal weiter. Wir gucken mal. Ich will jetzt hier nicht Stunden verbringen und euch langweilen. Das ist ja nicht der Sinn des Ganzen, ne? Ihr guckt euch das nicht an, damit ihr euch langweilt. Oh, sie hat ein Video rausgebracht. Ja, endlich wieder langweilen. Nee, so nicht. Aber wie kommen wir da rein? Oh, stimmt. Können wir damit ein bisschen rum experimentieren, ne? So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein? Kann ich hier einfach durchs Fenster? Nö. Aber wir... Ich hab da auf... Wieso sprechen die meine Sprache? Das ist ein bisschen weird. Na gut. Habe ich es jetzt fallen lassen? Nein. Sehr schön. Überraschung. Ach, das ist so schön. Ich liebe Grunts. Ah. Ich habe sie irgendwie schon noch vermisst. Hey, dreh mal deinen Kopf her. Dankeschön. Wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hä? Bist du zu blöd oder so? Ja, kannst du mal sterben? Danke. So. Ist auch eine hübsche Waffe, der Mängler. Na, das ist wie eine Pistole. Nur eigentlich besser. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Ah, die Pistole ist nicht. Ich mag die Pistole. Ist ja nicht cool. So, gib mir Datenlogs. Alles, was ihr habt. Woher weiß ich, wann die Mission zu Ende ist, wenn ich es verkackt habe? Es gibt so viel herauszufinden. Ist das ein Hammer? Na. Hier ist auch nichts. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht noch bei toten Marines was finden. Oder ist hier noch was? Alter, wieso bin ich so klein? Ich bin der fucking Master Chief. Das ist der Halo, der ist beschädigt. Da ist anscheinend jemand durchgeflogen. Da hat aber jemand seinen Helm vergessen. Der hat nicht meine Waffe dabei gehabt, der wollte mich schlagen, der Arsch. Hauptsache erstmal dicke Fresse riskieren hier. Oh, Bullshit, ich finde hier nichts. Gib mir Daten. Habe ich jetzt die Daten? Ich habe die Daten rausgeprügelt. Schön wär's.
Na komm, hören wir mal dem Licht dazu. Die Verbannten, ja. Von euch muss ich auch noch hier was finden, ne? Das Hologramm. Atriox. Er führte den Angriff auf die Infinity. Er suchte nach irgendwas. Er hat alle getötet. Ich weiß. Ich traf ihn. Meine Theorie? Er sucht nach Cortana. Nix, na gut. Ich bevorzuge über die Pistole übrigens über fast alles außer der BR. Also nicht wundern. Kinetische Munition auffüllen, das ist nicht schlecht. Plasmawaffe erforderlich. Oh, warte. Liegt hier eine? Ja. Was zur Hölle ist das? Plasma-Munition voll. Achso, lol. Kinetische Munition auffüllen. Das ist also normale Munition, willst du mir damit sagen, ja? Kinetisch ist, glaube ich, halt so. Ja. Materiell. Anscheinend. Zum Preis. Ich dachte, das ist der Monitor. Es tut mir leid. Ah. Okay. So geht's natürlich auch. Übrigens, wir werden überhaupt keine Probleme mit Munition oder so haben. Ich kann eigentlich prinzipiell jede Waffe gegen die nutzen. Ja, chill mal. Och, die werfen auch mit der Scheiße. Hui. Jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen. So, Munition habe ich noch am Start. Sehr schön. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hier muss doch irgendwas geben. Gib mir Daten! Gib mir deine Daten. So funktioniert das ganz bestimmt. So, jetzt nehmen wir das D. Ich kann hier einfach alles als Waffe benutzen. Das finde ich cool. Lass mich noch mal ganz kurz hier reingucken. Ja, wenn ich wüsste, wie ich an die Daten rankomme. Ich bin ja noch so ahnungslos. Ich meine, spätestens wenn wir das erste Mal was finden, dann weiß ich ungefähr, wonach wir suchen. Das wäre dann schon mal ein Anfang. Impulskarabiner, die sind jetzt auch nicht mehr so toll wie früher. Schade eigentlich. Ein paar Waffen bin ich wirklich enttäuscht. Jetzt nicht alle, aber ein paar sind wirklich so ein bisschen. Ah, schon ein bisschen weird. Kann ich hier lang? Ach stimmt, da war ja was. Ob ich irgendwas verpasst habe? Na gut. Gehen wir mal rüber. Ich höre euch! Wo seid ihr? Also bei den Kollegen, was auch immer gerade mit dem passiert ist. Wo sind die? Die waren doch gerade noch da. Da. Man schießt zuerst an die Seite von denen und dann tötet man sie. Das ist ein bisschen weird. Aber man gewöhnt sich dran. Na, so an die Seite schießen. Hey. Und dann in den Kopf. Die Seite, den Kopf. Das ist der Plan bei den Viechern. Na, und die Sniper, die sind richtig asozial. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Die verstecken sich gerne mal an allen Ecken und Kanten. Da muss man auch mal gucken, dass man Licht sieht. Wenn man ein Licht sieht, dann ist man tot. Und dann weiß man, wo sie stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ich möchte so ein Terminal finden. Na, Aufzug? Aufzug will ich nicht aktivieren. Nee. Kann ich auch das große Ding nehmen? Ach Mann, ein bisschen enttäuscht bin ich ja schon. Ich hätte gern das große Ding genommen. Kinetische Schockplatte. Was zum Teufel? Was für verschiedene Waffen gibt's denn? Gibt's etwa Waffen, die ich noch nicht kenne? Die es im Multiplayer vielleicht nicht gibt? Na gut, gehen wir in den Fahrstuhl rein. Schauen wir mal. Landungsschiffe, das ist eine Invasion. Wie sollen wir nur dagegen ankommen? Die haben doch schon gewonnen. Vielleicht sind hier draußen nur noch wir zwei übrig. Dann gibt es Hoffnung. Also, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber Halsey lebt. Das ist klar. Oh, Spiel lädt. Ist das die nächste Mission? Habe ich nichts gefunden? Lass uns mal ganz kurz gucken. Nö, ist aber noch alles gleich. Ach, guck mal. Datenpad. Ja, okay, Test. Ah, okay. Das ist dann einfacher als gedacht. Okay. Erfolg. Das Ende der Infinity. Oh. Du hast ein UNSC-Audiolog eingesammelt. Jedes Log enthält eine Audiodatei, die in der Datenbank abgespielt werden kann. Drücke X, um Audiologs zu erhalten. Halte X gedrückt, um Audiologs zu erhalten und abzuspielen. Wir müssen zur Oberfläche. Sind unterwegs. Alle anderen Spartans. Wer sich noch auf der Infinity befindet, begibt sich sofort zu den Rettungsbooten. Windfall 1, Einheiten unterwegs Richtung Halo Zeta. Was sehen Sie da draußen? Überall Verbandenfahrzeuge. In der Luft und am Boden. Ist sicher eine harte Landung. Alles klar. Aufpassen. Wir sehen uns unten, Spartans. Verstanden, Griffin. Legen wir los. Wo ist Karabiner? Ich zeig euch den Ball. In der Kampagne schießt er ziemlich genau. Also ich bin schon ein bisschen begeistert. Im Multiplayer ist er nicht so toll. Aber gut. Ich freue mich, ob wir hier auf Elite treffen. Elites. Ich nehme mal ein bisschen die BA. Ne? Ich habe gesehen, so wirklich Munitionsprobleme werden wir noch nicht haben. Aber für dich will ich das echt nicht benutzen. Aber mit der Pistole, die ist auf jeden Fall nicht mehr so genau. Also die ist, ich meine, die ist sehr genau. Die Hitboxen sind anders auf jeden Fall. Und es gibt hier kein Auto-Aim mehr. Das heißt, man muss schon eigenhändig den Kopf treffen. In den anderen Halo-Teilen war das immer so, dass wenn du anvisierst, die Waffe schon direkt auf den Kopf zielt. Ja? Man könnte es als Cheaten betrachten, aber das ist manchmal so. Was ist das? Achso. Dass man mit dem Controller halt nicht so feinfühlig zielen kann wie mit der Maus. Das haben die jetzt allerdings geändert. Und soweit ich weiß, gibt es sogar Crossplay. Und ich muss sagen, ich spiele auf dem PC und spiele auch im Multiplayer mit dem Controller. Das heißt, eigentlich bin ich im Nachteil, aber es funktioniert nicht ganz gut. Nur dieses Zielen ist noch ein bisschen schwer für mich. So. Aber es funktioniert irgendwie. Ach, guck mal, mehr Granaten für mich. Die kann ich auch wechseln. Da. Huch. Okay, ist ein bisschen blöd, dass Granaten wechseln und das auf derselben Stelle ist. Ach, guck mal, da liegt was. Ach so. Ja, gib mir deine kinetischen Energie, komm. Hätte vielleicht vorher nachladen sollen. Egal. Shit happens. Also vom Schwierigkeitsgrad bisher
Ja, also ich gehe natürlich sehr schnell down. Man merkt es. Aber ich habe jetzt nicht so große Schwierigkeiten wie bei anderen Spielen von Halo. So, was haben wir denn hier in der Nähe? Immer wenn wir ein Areal betreten, einmal scannen. Mensch, was wagst du hierher zu kommen? Mit so einer großen Knarre trifft er gar nichts. Was? Ich wusste, er ist hier. Ich habe ihm gerade zwei Headshots verpasst. Willst du mich verarschen, Junge? Der trifft gar nichts. Wirst du kaputt? Na, ich sehe schon. Also, down gehe ich sehr, sehr schnell. Ich muss hier ein bisschen wahrscheinlich taktisch spielen und auch mal in Deckung gehen, was eigentlich ja nicht so mein Spielstil ist, aber ja, wenn man die Karte spielt, das schon mal vor. So, hier liegt überall Munition rum und mit allem kann ich werfen. Was soll denn da passieren? Alter, ich bin da schon seit einer Stunde nicht mehr. Was leuchtet da so? Was leuchtet da? Die Granate habe ich zurückgegeben. Hey, versteck dich nicht! Jetzt habe ich den hinteren doch getötet. Das war interessant. Was ist das? Ich versuche auch so ein bisschen auf Munition zu achten. Eigentlich muss ich das nicht. Aber irgendwie, es ist einfach in der Seele drin. Weißt du? Also rein theoretisch könnte ich die ganze Zeit so ballern. Aber, naja, ihr wisst ja, wie das ist. So, schauen wir mal, was das Ding so Schönes kann. Ah, noch ein paar Granitchen. Ah, können wir alles ignorieren. Guten Tag, warum kriege ich diese Waffe? Was soll ich damit? Soll ich irgendjemanden kaputt machen?